Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 64 erwartet uns von Faux Minecraft der Redstone Shop von Faux Minecraft. Er schreibt: Hallo, ich habe einen Redstone Shop mit einem möglichst einfachen, verständlichen Interface gebaut. Spielzeit circa fast 0,9 Tage. Ich freue mich auf konstruktive Kritik, Feedback, weitere Erläuterungen in der Welt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Erstmal, dieser The Jokecraft hier hat eindeutig ein Problem. Das sieht aus wie eine The Jokecraft Kerze. Aber ihr wisst ja, The Jokecraft ist nicht die hellste Leuchte. So, es gibt ein Key, es gibt Emeraldes und es gibt ein Bitte-Lesen-Buch. Und es gibt ein Redstone World Texture Pack, das am besten nicht geladen sein sollte. Denn sonst denken alle immer, dass die Keycard so seltsam aussieht. Aber in Wirklichkeit ist sie ein Nametag. Hey du, herzlich willkommen in meinem Redstone Shop. In diesem Shop kannst du einiges entdecken. Ich habe viel Wert auf Details gelegt. Du findest hier natürlich einen Shop, einen Counter der Einnahmen, einen Admin-Raum, der Shop. Ich habe mich dran gesetzt, möglichst benutzerfreundliches Design für den Shop zu bauen. Du kannst es einkaufen, bla. Okay, 5-Segment-Display für ein Item-Admin-Room mithilfe der Keycard erreichbar. Viel Spaß, okay. Werden wir uns das mal nehmen und den Shop in Ruhe angucken. Von außen sieht das Ganze schon mal sehr interessant aus, vor allem was die Technik angeht. Aber das hier sieht mir sehr verdächtig nach der Segment-Display-Technik an. Jetzt mal ganz kurz darunter gelinst, was der hier für eine Zähltechnik nutzt. Entschuldigung, die Zähltechnik aus Craft Attack nutzt er hier, die ich da verwendet habe. Sehr schön. Dann gibt es noch andere Dinge hier. Ja, schauen wir uns den Shop mal an und schauen uns an, ob der denn tatsächlich so funktioniert und so einfach zu benutzen ist, wie angepriesen. Tür öffnen. Hui, die gute alte Spiral Door beim Mambo Jumbo. Und es gibt eine wunderschöne Eingangslobby. Das sieht man nicht häufig, dass man so ein schönes Design macht. Geht die Tür von alleine zu? Nö. Auch schade, da hätte ich mehr erwartet. Nee, ist nicht schlimm. Und es scheint ein paar Secrets zu geben. Gucken wir uns die aber gleich an. Stopp, nein. Gibt es hier eine Möglichkeit, hier durchzukommen? Nicht, dass ich wüsste. Okay, da geht es nur zum Shop. Okay. Guten Tag. Um die gewünschten Items zu kaufen, klicken Sie bitte auf den sich an den Ständen befindenden Notenblock. Sie erhalten einen Beleg, den Sie im Kassenbereich... Ah, okay, das System. Alles klar, das ist dieses System. Das System aus dem Redstone-Bunker. Hier hat man also die Möglichkeit, seine Items, die man begehrt, auszuwählen anhand der Zettelbelege. Und ich wähle mal mir eine divers zusammengeklickte Variante von Items zusammen. Okay, habe nun entsprechend diese Sachen zusammengewählt und gehe nun in den Kassenbereich. Kann gucken, krass, das ist jetzt nur Ausgang, okay. Ausgang, was haben wir hier? Kein Zugang. Schön wäre es gewesen, wenn man hier beim Ausgang nochmal die Zettel, die man nicht braucht, hätte zurückgeben können. Aber vielleicht gibt es da gleich nochmal eine Kiste für. Gut, gehen wir mal weiter. In den Kassenbereich. So, wenn Lampe anbesetzt, bitte warten. Gehen als erstes hier hin. Guten Tag, Ihnen steht nun zur Auswahl, ob Sie eine Einkaufstasche mitnehmen wollen. Die Items werden in dieser dann geliefert. Oh, wie geil. Das ist ja cool. Ja, gerne, sehr gerne. Das ist schön, eine schöne Idee ist das. Bitte legen Sie Ihre Belege in den ersten Slot der ein, um bezahlen diese Emeralds in den letzten Sonnen. Bestätigen. Okay, 1, 2, 3, 4. Und jetzt natürlich auch 4 Emeralds da drunter. Und das System funktioniert. Das ist das System aus dem Redstone-Bunker. Ah! Smart, er hat die Hopper gelockt. Sehr schön. Bestätigung. Dann geht es weiter. Sie erhalten Ihre Ware wie bestellt. Achtung, dies kann einen Moment dauern. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert. Wir haben ja bereits schon einen Shop vorgestellt, der ziemlich gut war. Bei dem hat es allerdings ein bisschen länger gebraucht. Bin mal gespannt, wie lange nun dieser Shop tatsächlich hier uns warten lässt. Warum ist da eine Druckplatte? Warum sind da Trichter drunter? Das ist ja auch sehr verwunderlich. Ach nee, stopp, da ist ja schon alles. Oh lol, Moment, ich habe ja schon alles. Ich habe ja eine Box gekriegt. Und jetzt kann ich wieder zurück zum Ausgang gehen. Schön, sehr schön gemacht. Jetzt gucken wir natürlich nochmal kurz in den Jutebeutel rein. Ja, wunderbar. Sehr schön und wir testen natürlich nochmal weiter. Erstmal die Emeralds in ein anderes Slot legen. Frei. Wir kaufen uns mal so einen Honig. Wir kaufen uns Melone. Und wir kaufen uns Karotte. Das hier. Und das hier. Und das hier. Das hier. Und das hier. Und das hier. Gut. Haben jetzt einige Sachen. So. Nö.
Schau mal, 1, 2, 3, wupp. 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, wenn wir jetzt quasi 9, 10 Emeralds nehmen, dann sollte ein Zettel überbleiben. Perfekt. Bestätigung. Jetzt zeigt sie, wie schnell das System ist. Interessantes Design, auf jeden Fall. Warum ist da ein Redstone? Was macht dieses Redstone? Das hat doch bestimmt irgendeinen Sinn und Zweck. Ich glaube, hier ist ein klitzekleiner Fehler drin. Ich glaube, dass das Redstone erst diese Tür hier öffnen soll. Könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch so ein kleiner Fehler drin ist. Naja, egal, ist nicht schlimm. Funktioniert ja bis hierhin super. Okay, nice. Und da haben wir jetzt unser ganzes Bestelltes. Wir wollen natürlich auch nochmal in den Admin-Raum gucken und schauen, wie viel wir verdient haben. Hübsches Design. Hm, nett. Fahrstuhl. Beehive. Beehive. Okay, nice. Läuft. Ah, sehr gut. Verstanden. Sehr, sehr gut. Okay, also was ich sehr gut finde, ist die Tatsache, dass dieser Bereich natürlich deaktiviert wird, wenn der Kassenbereich eh geschlossen ist. Respekt. Respekt, 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 Respekt. Shop schließen, Shop öffnen. Nice. Jetzt ist der Shop im Schlossen. Spieler im Shop. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, das macht das System hier. Wir haben hier oben eine... ich wunderte mich schon, warum das Ding hier ist. Das hier geht quasi in Signal. Hier unten hin, jetzt sehen wir gerade, dass ein Spieler sich gerade im Shop befindet. Das ist nämlich ein System, das erkennt, in welche Richtung man geht. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diese Richtung gehe, das ist quasi... Ich wunderte mich, wofür das ist. Ich hatte überlegt, ob das Licht an- und ausschaltet, aber nein. Dieses System lässt uns anzeigen, wo ist denn jetzt der Admin-Raum? Der ist hier unten, ne? Hallo? Hallo? Da bin ich. Der lässt uns anzeigen, ob ein Spieler im Shop drin ist. Auch super. Ich finde, das ist ein sehr schönes Interface. Was ich lobend unbedingt nochmal festhalten möchte, ist diese Eigenschaft, dass quasi das Interface sich selbst nochmal ändert, je nachdem, was gerade ausgewählt ist. Das finde ich absolut gut gemacht und ich bin wirklich ein großer Fan von guten Interfaces. Auch das Design hier ist echt hübsch gemacht. Ich muss sagen, dass es mir gut gefällt. Und es gibt eine Bahn. Okay, warum gibt es eine Bahn? Danke für das Spielen dieser Map. Aber ich möchte gerne noch die Einnahmen sehen. Ich gehöre ja zu den Menschen, die, wenn sie einen Shop aufbauen, das würde ich dann wahrscheinlich im echten Leben auch machen, wenn ich ein Unternehmen hätte, dann würde ich einen Raum haben, nämlich würde ich eine riesengroße Leinwand installieren mit einem gewaltig großen Beamer und der projiziert mir die ganze Zeit den Aktienkurs des Unternehmens an die Wand. Und ich würde dann davor sitzen und jedes Mal, wenn dann der Aktienkurs um ein paar Punkte nach oben geht, würde ich dann wow, eine Laola-Welle machen. Und jedes Mal, wenn der Aktienkurs nach unten geht, würde ich dieses Geräusch von mir geben. Oder ich würde schwer einatmen. Oder ich würde solche Geräusche machen. Oder je nachdem, wie schlimm es, würde ich wahrscheinlich dieses Geräusch machen. Das ist natürlich auch spannend. Das ist die Technikrundfahrt. Mhm. Ja, das ist tatsächlich die Technikrundfahrt. Das haben einige Zuschauer sehr gut erkannt, dass das hier gerade die Technikrundfahrt ist. Das ist sehr begeisternd. Wenn jemand jetzt einen Witz machen würde, würde jemand schreiben, also hört man die ganze Zeit bei meinem Unternehmen nur sehr un... Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, wenn Menschen sowas sagen. Joa, es ist eine Rundfahrt, ne? So. Hui. Juhu. Okay. Aber wo ist denn jetzt bitte der Raum, wo man sich die Einnahmen angucken kann? Habe ich irgendwas verpasst? Bin ich jetzt komplett verdeppert? Ah? Wo ist der Raum mit den Einnahmen? Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Das ist der Raum mit den Einnahmen.
Ach so, die sind öffentlich sichtbar. Verstehe. Es ist ein öffentliches Unternehmen. Ein Unternehmen, das. Okay. Es ist öffentlich. Und warum nicht direkt? Ach, egal, ich frage nicht. Okay. Die Einnahmen werden öffentlich dargelegt. Das ist nicht. Finde ich gut. Oh, schönes Kontrast. Oh. Hui, das ist schön. Das ist schön. Das ist sehr schön. Kann man die Einnahmen auch resetten? Nee, natürlich bei dem Counter-Design geht ein Reset nicht. Doch, geht schon, sehr wohl. Natürlich würde ein Reset gehen. Hat er eine Reset-Bedingung eingebaut? Nein, hat er nicht. Wäre schön gewesen. Gibt es aber. Ja, doch, man kann es bestimmt resetten. Nee, okay, wir wollen das Video jetzt. Wir wollen das Video jetzt eh nicht mehr strecken. Leute. Das war jetzt wegen. Ich hatte irgendwas noch gesehen hier. Das war. Achso, sie, das war wegen die Bahn. Wegen der Bahn. Okay, einfacher Shop, super gut zu benutzen. Könnt ihr euch downloaden, selber auch verwenden, euch nochmal die Technik angucken. Schönes System, sehr schönes Design vor allem. Mir persönlich hat die Einsendung gut gefallen. Wie hat euch die Einsendung gefallen? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.